Herzlich willkommen zum Let's Play The Hunter. Heute zu zweit mit Pascal. Servus. Ja, Pascal hat gerade einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht, der nennt sich JagdLife98. Link dazu ist in der Videobeschreibung und eventuell hier noch irgendwo eingeblendet. Auf dem Kanal wird es Real-Life-Jagd-Videos geben, hauptsächlich von ihm. Wenn ich es dann mal gebacken kriege, mir eine Kamera zu kaufen, kommt vielleicht auch mal ein Video von mir dort. Aber naja, hauptsächlich ist es Pascals Account. Würde mich freuen, wenn ihr dort mal vorbeischauen würdet. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video hier. So, hier sind wir wieder. Wir haben jetzt einen Hirsch vor. Soll ich schießen? Jo. So, da liegt Wolf er von auch. Zeil. Weidmanns Dank. Ja, das hätte schon mal hinkaut. Ich finde es nur schade bei der Waffe, dass die so ein scheiß Visier drauf hat, so ein Rückjagdvisier. Gleich wie bei der 764. Weil es so klein manchmal. Naja, wenn sie da noch die anderen drauf machen würden, dann würde mir das eigentlich besser gefallen. Oder von der Blase, das kann man auch theoretisch drauf, oder? Ja. Ich glaube. Ja. Rechte Lunge, Schulterblatt. Oh, in dem Sinne würde ich sagen, ich gehe mal weiter und melde mich dann wieder. Das geht nur schnell in Position. Ja, wir haben jetzt hier einen Hirsch vor. Ah, den wird Pascal jetzt gleich schießen. Nimmt die 30 R auf die Distanz. Jawohl, die gespart habe ich auch. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Also in echt wäre das ein richtig guter Hirsch, so für eine Gebirgsjagd, aber hier ist es ein kleiner. Ja, das stimmt. Ja, willst du nicht. Echte linke Lunge. Na gut, in dem Sinne, wir gehen mal weiter und melden uns dann. Ja. So, da haben wir das nächste Stück Karlwild. Kannst schießen. Stück nach rechts. Teil hat einen guten Schuss, der eigentlich gleich feinden. Weidmanns Dank. War aber jetzt schwer zu schießen. Jo. Den, weil die Waffe überhaupt nicht gelevelt war. Ja, na gut, wir suchen das mal nach und melden uns gleich wieder. So, jetzt haben wir noch ein Stück. Werde jetzt ich mal erlegen. Weidmanns Heil. Dank. Ja, ist halt schon ein bisschen Unterschied zwischen 9,3 mm und 7,64 mm. Das stimmt, ja. Ah, naja, ich würde mir echt nichts anderes mehr kaufen wie eine 3006. Ja, 3006 schießt mein Yachtkollege. Also, ich bin mit dem Ding auch zufrieden. Damit habe ich jetzt auch zwei Rauen schon auf Seite gelegt. Und. Ja. Ne, ich dachte erst, sie ist zu viel für das, dass ich hauptsächlich Rehwild schieße. Aber ich habe jetzt mit der neuen insgesamt 8 Stück geschossen. 2 davon sind noch ein Stück gegangen. Aber die anderen sind sowieso alle im Knall gegangen und ich hatte nirgends Wildbrettzerstörung. Ja, auch nicht, aber es geht. Auch nicht bei der letzten, da habe ich das Zimmer gehabt. Ja. Relativ hoch, wo normal eine jede Kugel wild
oder ziemlich viel zerstören würde. Da hat meine auch nicht viel was gemacht. Und ja, also kann ich nur empfehlen, die 3006, auch wenn sie in jeder hat. Oder fast in jeder, aber als Universalkaliber gibt es in meinen Augen nichts Besseres. Jo, das stimmt, das sehe ich auch so. Aber 308 geht auch. 308, ja, ich weiß nicht, das ist bei uns hier ein. Also, ich kenne viele, die eine haben, aber ich kenne auch viele, die damit nicht so zufrieden sind. Die sagen auf Rehwild top, aber die hatten halt bis jetzt schon ziemlich viele Probleme aus Zaun. Das stimmt. Ja. Naja. Muss jeder selbst entscheiden, was er schießt. Ja, das stimmt. Ich selbst. Also ich schieße sehr gerne 857 ES oder 300er Winmag. Ja, mir ist die 300er halt schon zu Wuchtig. da rechts wäre ein Braunbär, wenn du schießen willst. Ja, kann ich die mit der 30R schießen? Ja. Gibt nichts Wo denn? Besseres wie die Hau rein. 30er auf den Bären. Weit man zählt. Edmunds, Dank. Naja. Eine 765 oder eine 757 lege ich mal noch zu. Ja, nur oh Gotti, ich bin kurz. Weiß wo. Jo, bis gleich. Ich Dauert nicht sammle den lang. Bären ein. Jo, dauert nicht lang. Das sind vielleicht 3, 4 Minuten. Bis gleich. Jo. Ach, siehst du, da steht gleich noch ein Bär. Müsste eigentlich liegen, wenn die Kugel durch den Bohrerlauf durch ist. Aber normal müsste es ein mindestens einseitiger Lungentreffer sein. Ach, gelekascht. Die backt auch durch die Gegend. Also getroffen hat, muss ich sie haben. Aber die war ja ein wenig verpackt, das haben wir ja gesehen. Ja, jetzt quatsche ich hier schon 3 Minuten durch. Aber naja, ist ja vielleicht auch zwischendurch ganz interessant. Auch wenn Kaliberdiskussionen nicht jeden eine Sache sind. Da gibt es halt auch 1000 verschiedene Meinungen drüber, aber es ist meine Meinung, die kennt ihr jetzt. Und es passt. So. Mal den Bären ein. Dann schauen wir mal darüber. Ja, was ist? Rechte, linke Lunge. Na gut, dann würde ich sagen, bis gleich. So, da liegt der Bär jetzt. Hat den Eingeweidetreffer, was ich nicht ganz verstehe. Werde die Schüsse dann, glaube ich, in Zeitlupe machen. Dass man sieht, wo ich hingehalten habe. Ja, keine Ahnung, wie das geht, dass ich da jetzt einen Eingeweidetreffer habe. Der Hirschkuh, als ich hier dem Bär nachgegangen bin, ist sie geflüchtet. Ich meine, dass sie einen Schuss hat. Ich habe noch nicht auf die Fährte geschaut. Ich war der Meinung, dass sie krank ist und habe ihr jetzt eben den Fangschuss gegeben. Die liegt da hinten. Ja, ich würde sagen, ich gehe da mal nach hinten und dann. Ja. So, das sind wir jetzt. Ja, erster Schuss war Eingeweide. Zweiten, was ich jetzt nachgegeben habe, war ein Körperschuss, aber der hat. Ja, hat zuerst den Socken gehaut. Ja. Gut, dass wir sie jetzt doch noch gekriegt haben. Und ich würde dann mal meinen, ich schaue weiter und melde mich gleich wieder. So, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt hier eine Hirschkuh und da hinten wäre noch ein männliches Stück Rotwild. Mal schauen. Ich glaube, ich werde noch ein Hirsch schießen. Vielleicht die Hirschkuh eventuell mal kriegen könnte. Besser.
Ja, gut. Getroffen habe ich sie. Müssen wir dann mal nachschauen, wie ich die erwischt habe. War jetzt nicht gerade so gut geschossen, aber na gut. So, sammeln wir mal den Hirsch da hinten ein. So, das ist jetzt der Hirsch, Schulterblatt rechte linke Lunge. Einer, 80. Na gut. So, und jetzt schaue ich mal zur Hirschkuh. Ich denke, die habe ich relativ weit vorne am Vorschlag erwischt. Aber naja, schauen wir mal. So, hier bin ich wieder. Hirschkuh, keine Ahnung, wo die hin ist. Die müsste normalerweise da unten liegen. Da habe ich dort einen Hirsch vor da hinten. Da habe ich einen Fuchs. Das ist da jetzt abgehauen. Da ist die Hirschkuh. Hat noch einen Schuss. Jetzt habe ich sie. Ja. Die hat dich nur Körper getroffen, von daher. Säule ab. Und da kommt sie dann nirgends mehr hin. Jeden Fall der Fuchs liegt mit der neuen Munition. Naja, das war zwar noch keine weite Distanz, ist jetzt der erste Abschluss mit der neuen Munition. Die muss ich mal intensiver testen, aber mit der alten sind mir die Füchse auch auf die Distanz noch gegangen. Rechte Lunge, Schulterblatt. Ja, gut. So, jetzt hole ich noch die Hirschkuh. So, jetzt. Körper, rechte Lunge, der Wirbelsäule hin, Eingeweide, linke Lunge. Auch, eigentlich wollte ich jetzt Schluss machen, aber da oben hat noch ein Fuchs gerollt. Das bietet sich an für die neue Munition. Mal zu testen, also würde ich ein ich bestelle noch mal an. Bin ich wieder. Vor mir liegt ein Bär und hier ist jetzt der Fuchs. Der rausschaut, schließe ich den und vielleicht schläft der Bär weiter, dann kriege ich den auch noch. Ach, wieso schieße ich ihn jetzt heute so schlecht? Habe ich, na wow. Sorry für die schlechte Schlussleistung. Da oben hat noch einer, aber ja, bist du deppert. Er hat zwei Schüsse, der liegt auch. So, jetzt noch schnell einsammeln und dann war es das jetzt aber wirklich. Wollte eigentlich vor drei Stücken schon Schluss machen und naja, wie immer kommt es dann anders, wie es sein soll. Gegen Schluss kommt dann das ganze Wild. Hier ist der gute Kreuzfuchs. 17. Vor. So, hier ist der erste Bär mit Wirbelsäule Mitte und Eingeweide linke Lunge. So, und hier ist auch das letzte Stück für heute. Schädel und linke Lunge, Schulterblatt. Gut, so. Sollte das Video zu lang sein, dann werde ich zwischendurch ein paar Quatschszenen rausschneiden. Ansonsten habt ihr jetzt den vollen Genuss, wo wir auch quatschen zwischendurch. Naja, ich hoffe, es stört dann nicht, wenn es ein bisschen länger ist, aber das werden wir gleich sehen. In dem Sinne war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.